schön am Donnerstagabend in Berlin. Toll, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Immer mehr Menschen verdienen neben ihrem Hauptberuf noch etwas dazu. Das sagt die jüngste Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Tja, gemeint sind damit natürlich nicht die Abgeordneten in Bund und Ländern, aber auch unter denen gibt es viele, die einen Nebenjob gerne annehmen. Aus finanzieller Not sicherlich nicht. Also warum dann? Weil sie einen Marktwert haben wie Peer Steinbrück? Weil sie ihren bürgerlichen Beruf nicht aufgeben wollen? Müssen solche Einnahmen auf Euro und Cent ins Internet, wie die Opposition vorschlug? Müssen Politiker gläsern sein? Und will den Job dann noch einer machen? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Wolfgang Kubicki, der Fraktionschef der FDP in Schleswig-Holstein, ist Anwalt und sagt, die Höhe der Nebeneinkünfte geht niemandem etwas an. Jeder Abgeordnete sollte ein zweites berufliches Standbein aufrechterhalten. Thomas Oppermann, der SPD-Politiker, fordert Transparenz auf Euro und Cent. Die Bürger haben einen Anspruch darauf zu wissen, wer die Abgeordneten sind und was sie tun. Wolfram Weimer, der Verleger, warnt davor, zu moralisch und kleinlich zu urteilen. In der Politik werden schlaue und gut vernetzte Köpfe gebraucht, keine Moralapostel und Langeweiler. Jutta Dittfurth, die Publizistin und Lokalpolitikerin, fragt, warum haben so viele Bundestagsabgeordnete überhaupt so viel Zeit für Vorträge und Diskussionsrunden? Damit vernachlässigen sie doch ihre Abgeordnetentätigkeit. Heiner Bremer, der Fernsehmoderator, stellt fest, ich will weder den gläsernen Abgeordneten noch den gläsernen Menschen. Und Gregor Hackmack, der Mitbegründer der Internetplattform Abgeordnetenwatch, sagt, Lobbyisten haben in Deutschland extrem hohen Einfluss. Abgeordnetenbestechung muss endlich strafbar gemacht werden. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und damit nochmal willkommen in der Runde. Erste Frage heute Abend geht live und in Farbe an Herrn Oppermann von der SPD. Herr Oppermann, wie reich darf man in der Politik werden? Darf man überhaupt reich werden? Klar. Im Prinzip ist gegen Reichtum gar nichts einzuwenden. Viele wären gern reich. Ich hätte auch nichts gegen Reichtum. Viele, die reich geworden sind, mussten dafür auch hart arbeiten. Aber die meisten Menschen werden nicht von alleine reich. Sie haben dabei meistens Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Helfer. Sie haben eine Infrastruktur, ein Rechtssystem, all das, was vorgehalten werden muss, was unser Staat vorhält, damit Leute auch Wohlstand erwerben können. Also gegen Reichtum ist gar nichts einzuwenden und es gibt auch reiche Politiker. Ich bin aber froh darüber, dass in Deutschland, anders als in Amerika, nicht nur Millionäre in den Deutschen Bundestag kommen, sondern ganz normale Leute. Arbeitnehmer, Gewerkschafter, Handwerker, Richter wie ich. Okay. Jutta Dittfurth ist bei uns heute Abend. Wenn man, Frau Dittfurth, in der Politik nicht reich wird, hat man dann was falsch gemacht? Es kommt immer darauf an, wir reden gar nicht über Inhalt. Also für welche Politik? Also ist ganz klar, Leute, die mit bürgerlichen Interessen ins Parlament gehen wollen, gerne reich werden und haben bestimmte Ziele. Aber ich erlebe keine Menschen, die ganz ernsthaft und leidenschaftlich für die vielen Millionen Benachteiligten eintreten, die werden nicht reich, weil sie ganz andere Interessen haben, ihre Zeit dafür einsetzen, dass da was besser wird, dass die Gesellschaft sich verändert. Da ist nicht so viel Zeit für 100 Vorträge im Jahr bei irgendwelchen Banken, zumal mit diesen Positionen die Leute nicht eingeladen werden würden, außer als Exoten. Mhm. Heiner Bremer, die deutsche Öffentlichkeit und die Politiker dazu haben über die Nebenbeschäftigungen von Peer Steinbrück diskutiert. Und zwar ordentlich diskutiert, um nicht zu sagen, ihn dafür heftig kritisiert. Nicht nur in seiner Partei, sondern auch darüber hinaus. Ist das in Ihren Augen Neid? Also Neid spielt eine ganz große Rolle, obwohl der Auslöser für diese Steinbrück, für die Steinbrück-Bashing eher die Überlegung war, diesen Kanzlerkandidaten, der uns vielleicht wirklich gefährlich werden könnte, den wollen wir mal gleich in seinem Ruf beschädigen. Mhm. Es ist keine ehrliche Diskussion, übrigens von allen Seiten nicht. Für mich ist es eine sehr verheuchelte Diskussion. Weil nicht das Ziel war, Nebentätigkeiten über den Fall Steinbrück grundsätzlich zu problematisieren, sondern Steinbrück sozusagen etwas anzulasten, was eigentlich bis dahin völlig unbestritten war. Umgekehrt ist die Reaktion der SPD natürlich auch ein bisschen verheuchelt, jetzt die totale Offenheit zu fordern. Herr Oppermann, tut mir leid, weil sie natürlich genau weiß,
dass sie damit zwar punktet, aber das nie erreichen wird und im Stillen auch glücklich ist, dass sie das nie erreicht. Mhm. Einspruch. Okay, zu dem Einspruch kommen wir gleich noch. Naja. Das haben wir heute gesehen. Bei uns ist der FDP-Politiker Kubicki aus Schleswig-Holstein. Herr Kubicki, wir freuen uns immer sehr, Sie bei uns zu haben, vor allen Dingen, weil Sie interessante Positionen haben. Sie haben gesagt, eigentlich müsste die Abgeordnetendiät für Freiberufler und Menschen mit einem eben echten Beruf noch verdoppelt werden, weil Sie im Grunde genommen einen Ersatz brauchen für die Zeit, in der Sie als Abgeordneter tätig sind. Also wenn ich das alles ernst nehmen würde, was gerade diskutiert wird, was ich nicht tue, weil ich es auch für albern halte. Alles halten Sie albern? Ich halte die Diskussion wirklich für albern. Und zwar deshalb, weil Abgeordneter sein kein Beruf ist, sondern eine schlichte sozusagen Entsendung für eine bestimmte Zeit in ein Parlament. Mhm. Diejenigen, die aus einem Beruf kommen, in ein Parlament gehen, können sich nicht sicher sein, dass sie nach 4 Jahren wiedergewählt werden, wieder aufgestellt werden, müssen also zurück in normales Leben. Aber Sie kandidieren doch freiwillig, oder? Das mache ich ja. Aber ein Beamter, einer aus dem öffentlichen Dienst, kommt in den Job zurück. Mir garantiert als Freiberufler nach 4 oder 5 Jahren niemand die Umsätze, die ich vorher hatte. Und das Entscheidende ist, Freiberufler, die ihr Unternehmen sozusagen, Gewerbetreibende, aufrechterhalten wollen, müssen für die Zeit ihrer Tätigkeit im Parlament jemanden einstellen. Mhm. Das bedeutet, das, was sie als Diäten bekommen, geben sie unmittelbar weiter an den, der sie ersetzt. Und deshalb sind diejenigen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, unverhältnismäßig bevorzugt gegenüber denjenigen, die aus der freien Wirtschaft kommen. Gut, jetzt sind Sie Anwalt und bekommen als Fraktionschef der FDP und als Abgeordneter plus Entschädigungen insgesamt 12.546 Euro pro Monat. Reicht das für Ihr Leben oder reicht es eben nicht? Das würde wahrscheinlich reichen für mein Leben, aber es führt nicht dazu, dass ich meinen Beruf aufgebe. Ich verdiene als Anwalt deutlich mehr. Momentan bin ich in meiner Ausübung meiner amtlichen Tätigkeit beschränkt durch die Ausübung des Mandates, aber ich werde um keinen Preis der Welt meinen Beruf aufgeben. Da hängen Mitarbeiter dran, da hängt meine künftige weitere Existenz dran. Gerade wenn wir über die FDP reden, wie Hanna Bremer das vorher getan hat mit der schmunzelnden Bemerkung, man weiß gar nicht, ob die überhaupt wieder ins Parlament kommen, ist es wichtig, dass ich keine Angst davor haben muss, ins Bodenlose zu fallen. Mhm. Wolfram Weimer ist bei uns heute Abend. Diskutieren wir tatsächlich über diese Abgeordneten-Einkünfte und über Nebeneinkünfte von einer Position des Neides? Würden Sie sagen, das ist so? Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Im Prinzip ist es ein Fall Peer Steinbrück. Peer Steinbrück hat ungewöhnlich viel nebenher verdient. Und das bringt die SPD nun dazu, das Thema groß zu ziehen. Das ist wie ein Konter, das ist wie eine Übersprungshandlung zu sagen, jetzt wollen wir mal grundsätzlich darüber reden. In Wahrheit geht es um den Kanzlerkandidaten. Und dieser Kanzlerkandidat, ich finde, da bin ich bei Rainer Bremer, dem muss man das nicht vorwerfen, dass er nebenher Geld verdient. Mhm. Ich finde das weder ein rechtliches noch moralisches Problem. Es ist wahrscheinlich ein politisches Problem für ihn. Er ist ja sowas wie der Felix Magath der deutschen Politik. Mhm. Der hat seine Verdienste, der hat seine Erfolge. Er ist aber auch ein bisschen skurril, er ist ein bisschen ironisch und vor allen Dingen wird er in der eigenen Mannschaft nicht richtig gemocht. Und dieses Ereignis, dass er so viel verdient, das führt natürlich dazu, dass die eigenen Leute die Distanz, die sie sowieso zu Peer Steinbrück haben, dass die größer wird. Dass sie sagen, Mensch, wir kämpfen doch gegen die Auswüchse der Finanzindustrie und dann geht unser Kandidat hin und holt sich bei denen privat 100.000 ab. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Hätte jemand wie Peer Steinbrück es denn in der FDP beispielsweise einfacher? Na, ganz sicher. Bei ihm ist es doch so, der Juso-Vorsitzende von Wanne-Eickel oder der Ortsvereinsvorsitzende von Duisburg-Nord, der sagt, sag mal, was macht denn unser Peer da? Der geht zu diesen Heuschrecken und lässt sich privat aushalten. Das kann doch nicht wahr sein. Aber für den müssen wir jetzt Wahlkampf machen. Moment, das hätten wir bei der FDP nicht das Problem. Das mit dem Aushalten ist ein bisschen frech. Denn noch einmal, Peer Steinbrück ist ja Finanzminister gewesen. Und er hat diese Vorträge gehalten in einer Zeit, in der er nicht Kanzlerkandidat war. Und ich wäre doch stolz darauf und würde mich doch freuen, wenn ich Sozialdemokrat wäre, dass der Schweizerische Bankenverband sich mal die Leviten lesen lässt von Herrn Steinbrück und dafür auch noch Geld bezahlt. Ich freue mich über jeden, der Geld verdient. Herr Kubicki, Sie und ich haben damit kein Problem. Aber die SPD-Basis hat ein Problem. Deswegen das glaube ich jetzt das so auch. Das glaube ich übrigens auch nicht. Herr Kubicki, ich würde auch sagen, Herr Weimar, das erinnert mich stark an diese alte Diskussion als Sozialdemokrat. Sie entscheiden dankenswerterweise nicht darüber, ob wir gewählt werden oder nicht. Sekunde, Herr Bremer sagt, ein Sozialdemokrat darf auch keinen guten Wein trinken. Das Argument hatten wir doch auch schon. Hatten wir auch schon. Was ist denn das hier für eine Runde? Lieber Himmel, können wir richtig über das Thema reden oder wird das nur so? Wir sind ja erst in den ersten 5 Minuten. Sie dürfen nicht zu unruhig werden, Herr Oppermann. Eine Stunde Zeit. Die entsprechenden Behauptungen liegen in der Luft. Peer Steinbrück führt die Liste der Top-10-Verdiener, die Abgeordnetenwatch ermittelt hat, an. Ist das was, wo sich bei Ihnen auch schon Abgeordnete Ihrer Fraktion beklagt haben und gesagt haben, sag mal, hast du vorher mit dem Peer mal geredet? Ist das in Ordnung? Finden wir das gut so? Freuen wir uns darüber, wie Herr Kubicki sagt, dass er noch ein bisschen mehr Geld in die Schatulle kriegt?
Also bei uns ist das so, wenn jemand arbeitet und Geld verdient, wird das nicht kritisiert. Das ist völlig in Ordnung. Steinbrück ist sehr gefragt. Viele Leute wollen ihn hören. Sie wollen seine Bücher lesen. Mhm. Deshalb kaufen sie die Bücher und deshalb verdient er viel Geld. Und ich finde, das ist seine Leistung, die er erbracht hat, und dafür bekommt er Geld. Das ist völlig in Ordnung. Glauben Sie, dass es war nur so? Es war nur. Wusste er, würde Kanzlerkandidat? Ich glaube das nicht. Das weiß ich nicht. Er hat Auftritte gemacht, weil er dachte, ach, die Politik, die liegt sowieso hinter mir. Der hätte gesagt, ich mache das nur weiter. Ich werde doch Kandidat, wenn ich das weitermachen darf. Aber Per Steinbrück war immer politisch in der ganzen Zeit. Ich möchte mal Frau Dittwort ganz kurz. Ich möchte mal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Denn Herr Bremer hat gesagt, diese ganze Debatte ist nur taktisch. Und ich muss dazu mal Folgendes feststellen. Wir haben schon seit 2-3 Jahren eine Debatte im Deutschen Bundestag über die Ausweitung der Transparenzvorschriften. Wir bemühen uns darum in den entsprechenden Kommissionen. Und FDP und CDU haben das bisher 2 Jahre lang blockiert. Und deshalb war das natürlich schon was Besonderes, als Per Steinbrück plötzlich Kanzlerkandidat wurde und die Generalsekretäre der Regierungsparteien alle drei auf die Bühne sprangen und ihn plötzlich an den Kragen wollten. Und da hieß es, er muss alles auf den Tisch legen, nach Euro und Cent muss er totale Transparenz herstellen. Und da haben wir natürlich gesagt, also diese Gelegenheit müssen wir doch nutzen, wenn die uns den Ball so zuspielen. Und jetzt plötzlich das Gegenteil von dem behaupten, was sie bisher gemacht haben, dann greifen wir das gerne auf und spielen den Ball nach vorn. Dann stellen wir jetzt eine glasklare Frage an Jutta Dittfurt. Mal nämlich, gucken, ob ich sie beantworten wie kann. Müsste Ihre Regelung aussehen, damit Sie sagen würden, sie wird meinen moralischen Ansprüchen, meinen politischen Ansprüchen an einen gewählten Abgeordneten des Bundestages gerecht? Wäre es also in Ihren Augen erlaubt und fair, dass es Nebeneinkünfte gibt? Wäre es erlaubt und fair, dass diese Nebeneinkünfte existieren und offengelegt werden müssen und man nur mit dem Diktum der Transparenz auskommt? Ich fühle mich hier ein bisschen wie auf einem anderen Stern. Ich glaube, ich lebe in einer anderen Welt. Es ist so lustig zu hören, dass 12.000 Euro im Monat nicht reichen. Und es ist auch so lustig zu hören, dass es jetzt um die Begrenzung von irgendwelchen Rechten oder den bösen, den armen, gläsernen Abgeordneten geht. Das eine ist natürlich richtig, der Wahlkampf hat begonnen und CDU und FDP versuchen, einen SPD-Kandidaten zu beschädigen. Gut, so what. Aber wenn die